einer neuen Runde Torrance Passage oder Torrance Passage, wie man es auch immer aussprechen möchte. Wir laden mal direkt was. In der linken oberen Ecke des Bildschirms versteckt sich eine Menüleiste. Bewege deine Maus dorthin, damit sie erscheint. Ja. Ah, Wurzeln 80, genau. So, Test, Test. Ja, gut. Ja, wir hatten das letzte Mal ja Hauptspeise und Vorspeise hinter uns gebracht. Jetzt fehlt noch der Wurzelkuchen. Und jetzt hat er mich gerade auf eine Idee gebracht, der Tipp des Tages. Na gut, da kommt immer nur am Anfang. Ja, jetzt bin ich völlig raus. Ja, genau. Ja, also Wurzelkuchen, genau. Ich bin heute völlig neben der Spur, mal gucken. Wurzelkuchen, Wurzelkuchen, Wurzel. Ja. Hier, eine große Wurzel. Möchtest du mir beim Kochen helfen? Nein, ich warte ganz einfach hier. Klar. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht. Boah, ja, so schön quadratisch. Das ist die beste Art. Okay, wie wäre es, wenn ich einen Kuchen daraus backe? Also Backen klingt bei mir irgendwie ein bisschen anders. Das klingt mehr wie, ja. Großartig! Warum gehen wir zwei nicht zurück in die Phenokristallkammer, während er im Ofen ist? Pheno, was? Ach, riech nur. Weißt du, es gibt nichts Besseres, als nach Hause zu kommen und den richtigen Quadratwurzelkuchen zu finden. Aha. Ja. Genau. Quadratwurzel, hä? Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Wir gehen durch den Geheimgang. Die richtige Quadratwurzel. Oh mein Gott, der war so flach. Das war ein Schleicher. Der war Warte flach. hier, während ich etwas hole. Such dir eine Kristallscherbe aus, irgendeine. 15 Jahre habe ich gewartet, das sagen zu können. Es ist aber übrigens auch völlig wurscht, welche wir davon nehmen. Ich muss jetzt aufpassen, meine Maus. Ich habe das jetzt als Fenster. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal starten. Weil OBS es sonst nicht geschnallt hätte, dass ich das Spiel starte. Insofern speichern. Ja, das funktioniert. Ja, hier. Bis gleich. Klicke auf das Fragezeichen, um dein Online-Torrance-Passage-Hinweisbuch zu öffnen. Es ist zwar gratis, aber jeder Tipp, den du erhältst, kostet dich Punkte. Ja. Genau, jetzt habe ich das. Jetzt ist das Bild halt wieder groß, aber wenigstens rutscht mir nicht dauernd die Maus aus dem Bild. Ja, suchen wir uns mal irgendeine aus. Wir könnten uns die Größe. Die gefällt mir. Hier, Junge, die Hütte gehört dir. Ich nehme meinen Kuchen und haue ab. Muss nach Hause, weißt du, falls ich mich noch erinnern kann, wo das ist. Hey, warte! Was ist mit mir? Musst du mir nicht beibringen, wie alles funktioniert? Funktioniert? Kann nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ist sowieso egal, Junge. Hier ist seit Jahren keiner mehr vorbeigekommen. Aber ist das nicht der Eingang in die Unterwelt? Möglich. Aber das kann dir egal sein. Du musst nur dafür sorgen, dass keiner von da unten nach hier oben kommt. Das ist unsere neue Kristallscherbe. Genau, stimmt ja, per Drag and Drop geht es gar nicht. Ja, Phenokristallkammer. Die Steine sind viel zu groß, um von Hand abgesenkt zu werden. Die Lösung muss etwas mit der Konsole zu tun haben. Richtig. Das Podest muss für diesen Phenokristall wichtig sein, sonst würde es nicht durch die riesigen Steine gesichert. Wir haben ja im Stadtbildschirm gesehen, das Ganze ist eine ineinander verschachtelte Welt. Und wir werden jetzt gleich unsere erste Reise antreten.
Ich werde mir übrigens in Kürze eine neue Maus kaufen. Die hier ist mir auch selbst viel zu laut und man hat mir gesagt, es würde doch deutlich im Video zu hören sein. Insofern nehme ich das zum Anlass mal am Montag. Heute haben wir Samstag. Wir werden am Montag dann mal, oder ich werde am Montag, Gott, was ist heute los? Mal beim Mediamarkt oder beim Saturn vorbeifahren und dann einfach mal ausprobieren. Ansonsten bestelle ich mir das Ding. Weil das jetzt nicht mit der Axt, nicht mit der Axt. Torin, also wirklich. Okay, die Scherbe war es nicht. Der Splitter war es, genau. Aha. Aha. Ach, das ist eins von diesen Schieß mich totritzen, okay. Ah, weiß verstelltes, okay. Moment mal. Nee, nicht so. Nein, so auch nicht. Ja! Gelobet sei mein gutes Gedächtnis. Halt ein. Ich will ja jeden Text mitnehmen, also versuchen wir es erstmal ohne. Dieses Pulver muss wichtig sein. Aber was ist, wenn es in der Unterwelt keins gibt? Ich finde besser einen Behälter dafür, der groß genug ist, damit ich wieder nach Hause kommen kann. Kluger Junge. Wir haben ja das Säckchen. Ich besorge mir besser genug von dem Pulver. Wenn es mich in die Unterwelt bringt, brauche ich genug davon, um wieder nach Hause zu kommen. Jep, jep. Da ist es randvoll. Okidoki. So pralle sieht es jetzt nicht aus, ist ja aber egal. So Leute, wir haben die Oberwelt durch und jetzt Loki Loki. Zurück in die Tasche, mein Freund. Unsere erste Reise mit einem Phenokristall. Okay, Bogel. Ich hoffe, ich hatte die richtige Idee. Ah, ich auch. Leute, das ist der Vorgänger des Flohpulvers. Ohne Scheiß. Escarpa, okay. Sir, Sie waren beide da drin. Und? Sie sind nicht mehr. Und das Kind? War nicht zu finden. Das Kind muss gefunden werden. Sofort! Ah. Gehabt. Ja, willkommen in Escarpa. Hier wird gleich dieser Weg vorgeschlagen. Und bevor wir das aber machen, wir speichern erstmal. Wie ihr festgestellt habt, bekommen wir zum Wechsel der Welten eine kleine Sequenz, praktisch eine Rückblende zu sehen. Und ich finde die eigentlich ganz interessant und ich bin ganz froh, dass die nicht als Videosequenz sind, eingeblendet sind, weil die sind relativ klein. Ich muss die jetzt mal groß ziehen, da leidet doch etwas die Qualität runter. Und so sind sie jetzt schon von Natur aus schön groß und ich laber zu viel. Hallo? Es Kappa. So. Wir haben ja... Gestern noch im wunderschönen Escarpa, heute live bei uns auf der CD-ROM-Showbühne, die Bitternuts. Ja, die Bitternuts. Jack Klugmann aus Herr Bitternut. Und Sandra Bohocke aus Frau Bitternut. Ja. Mit Vinyl McCorkin aus kleiner Bobby Bitternut. Ja. Bitternuts, they're not just bitternuts, they're nuts.
eine Villa der Nazi. Heute treffen wir die Bitternuts, als es gerade an ihre Türe klopft. Augenblick! Adelbert, kannst du öffnen? Och, vergiss es. Muss ich denn hier alles selber machen? Ich komme! Huch, was für ein riesiger Besucher hier. Gibt's dich auch kleiner? Ich würde dich ja hineinbitten, aber ich bin nicht sicher, dass hier genug Luft drin ist. Adelbert, schau dir diesen Kerl an. So sieht ein richtiger Mann aus. Adelbert, oh mein Junge, nimm das ihm mal nicht übel. Er benimmt sich nur mit seinem IQ entsprechend, weißt du. Also, möchtest du reinkommen oder nicht? Vielleicht sollte ich lieber fragen, ob du reinkommen kannst, ne? Oh, vielen Dank. Ich möchte. Hey, Mama, ich... Wie lange der das halten kann, ne? Hey, Mama, ich... Huch, wer ist denn der große Kerl? Gewöhnt euch ans Lachen. Kein blassen Schimmer, Junge. Warten wir mal ab, das wird sich schon rausfinden. Ja, die Bitternuts sind eine kleine Hommage an die ganzen Family-Sitcoms der 80er und 90er. Vor allen Dingen der 90er, wie eine schrecklich nette Familie, wer sie kennt. Und ja, noch so ein paar andere Kandidaten. Mein Gott, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Hallo, junger Mann. Hat er dich angefasst, Junge? Nicht wirklich, Mama. Was soll das heißen, nicht wirklich? Fass den Jungen nochmal an und ich hol die Polizei. Wir brauchen keine eingebildeten Fremden von irgendwoher, die unsere Kinder begrabbeln. Ach ja. Das Spiel ist übrigens überhaupt nicht politisch. Nein. Mm-mm. Gar nicht. Schön finde ich Publikum. Aufgesetzter künstlicher Applaus. Künstlicher? Oh, das wird ja mal besser. Wie geht es Ihnen, mein Herr? Mein Name ist Thorin. Lass ihn in Ruhe. Der hat seit Jahren schon nichts mehr zu sagen. Nein, es ist aufgesetztes Gekichert. Ich kann mir denken, warum. Ja, könnten wir anlassen, aber es hört nicht zu viel vom Bildschirm. Mein Name ist Thorin, aus der Oberwelt. Und ich bin Frau Bitternut. Und das hier, das sind die Überreste meines Mannes, Herr Bitternut. Die Überreste meines Mannes. Und das ist Bobby, unser Sohn. Und was ist denn das da in deiner Handtasche? Oh, das ist mein kleiner Freund, Bugel. Wir kommentieren übrigens alles. Das Publikum kommentiert alles. Er tut ihnen nicht weh. Er mag Menschen. Ja, na, dann passt er aber nicht hierher. Okay, der war gut. Naja, wenn er aber schlau ist, dann bleibt er von meinen Möbeln weg. Hallo, junger Mann. Hat er dich Nicht, was soll das heißen? Ja, nee. Frau Bitternut, ich wüsste gern... Egoistisch, das sind Sie. Haben jahrelang direkt auf der anderen Seite der Schlucht gewohnt. Und hören wir jemals von Ihnen? Wie bitte? Was?
Ach, dieser König Rupert. Ja. Der macht jeden Lapskaus ranzig. Wohnt fast direkt nebenan und lädt er uns jemals zu sich ein? Nein. Nein. Man sollte fast glauben, der hält sich für was Besseres als wir oder so. Ja, zum Beispiel für den König. Könnte ja sein. Ja, in dem Spiel gibt's keine Dialogoptionen, ne? Ihr wisst's. Ich bin sicher, König Rupert möchte nett zu Ihnen sein. Vielleicht hat er nur zu viel zu tun. Zu viel zu tun? 20 Jahre lang? Und erst diese Königin? Dai? Ja, die Spinatwachtel. Die zwergische Spinatwachtel. Warum? Was ist nicht in Ordnung mit ihr? Zu hochnäsig für mich. Das ist sie, Tori. Sie benimmt sich so, als hätte sie keine Tochter, die... Oh, sag mal, hast du ihre Tochter schon kennengelernt? Nein. Was ist mit ihrer Tochter? Ihr Name ist Lena oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Mhm. Ihr zwei solltet euch kennenlernen, Tori. Ihr seid euch so ähnlich. Mhm. Sind wir? Wie denn zum Beispiel? Oh, euer Aussehen zum Beispiel. Bibel, du bist ein bisschen im Weg. Ja, ihr passt zueinander. Bugel. Ja? Jetzt besser. Wie würden Sie Lena beschreiben? Na ja, mal sehen. Sie hat einen netten Charakter. Netten Charakter, mhm. Sie ist nett zu ihren Eltern, könnte man sagen. Sie ist ein guter Kletterer. Mhm. Sie ist sehr lustig. Mit anderen Worten, das genau sie Gegenteil. Sie ist eine gute Tänzerin. Sie hat einen tollen Charakter. Wieder beim Anfang. Mhm. Mit anderen Worten, sie ist genau wie du. Ich erkenne ein Muster. Wie geht es Ihnen, mein Herr? Mein Name ist Thorin. Lass ihn in Ruhe. Das sind nur die Überreste des Mannes, genau. Hey, was machst du da? Lass das liegen! Schön zurückgespult. Wie würden Sie Lena beschreiben? Nein, sie mit... Schnell, Bug! Spring rein! Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Bobby Bitternut sagt. Warte einfach, bis Mama weg ist. Die Bitternuts wird nicht vor einem Live-Publikum gefilmt. In diesem Sinne. Oh Mann. Oh Gott, ich hatte mich verschluckt, ey. Versuchen wir die Karre noch zu kriegen, weil wir schon dabei sind. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Diese Adventure-Regel hat sich ja schon mehrfach. Oh nein, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. So, ich werde an dieser Stelle die Folge schon verfrüht beenden, weil ich muss mir noch was zu trinken holen. Ich vergesse jedes Mal, bevor ich aufnehme, vorzubereiten.
Und ich hoffe, euch haben die Bitternuts gefallen, denn wir werden sie noch öfter sehen. Insofern sage ich mal bis gleich oder auch bis später, denn die nächste Folge kommt für euch ja morgens. Und von daher, bye bye.